Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Wir sind hier wieder im 1000 Best Race Lab bei Martin Bauer. Hier geht es normalerweise um die Themen alles, was Motorräder besser macht. Aber heute sprechen wir darüber alles, was Motorräder am Leben erhält. Wir sprechen heute über die Rettung unserer geliebten Rennmotorräder, über E-Fuels. Ist es die Rettung? Ist es die Rettung unseres geliebten Hobbys? Besprechen wir das, diskutieren wir darüber in dieser Folge vom 1000 Best Race Lab. Ja, es ist ja so, dass ich glaube im Jahr 2022 bei den Motorradneuheiten 2022 schon einige spannende elektrisch betriebene Fahrzeuge mit dabei sind und so dieser Hoffnungsschimmer am Horizont leuchtet immer heller. Also es ist nicht so, dass unser Hobby komplett in den Abgrund zusteuert, sondern dass da faszinierende Modelle am Horizont erscheinen und auch in greifbare Nähe schon rücken. Aber es gibt so zwei Bereiche, wo wir ein bisschen eine Herausforderung sehen. Eines sind die Reise-Enduros, wo man unendliche Weiten der Welt erforschen möchte. Das ist im Moment mit Elektromotorrädern, ja, kann man sich noch nicht wirklich vorstellen. Und das andere, überall dort, wo geringes Gewicht und hohe Performance in Eingang gebracht werden soll, bei den Rennmotorrädern auf der Rennstrecke, ja, da ist es natürlich immer noch ein bisschen ein trauriges Kapitel. Da sind die Benzinmotorräder einfach die viel schnelleren, spaßigeren Geräte. Immer wieder bei unseren 1000 Base-Videos lesen wir unten drunter, bringt doch mal was über E-Fuels, die könnten doch unser Hobby retten. Martin, machen wir da ein bisschen, ich weiß nicht, ob du so oberlehrermäßig überhaupt auftreten kannst, aber machen wir so ein bisschen Grundlagenerklärung. Was sind überhaupt E-Fuels für die Leute, die noch nichts davon gehört haben oder immer drüber sprechen, aber keine Ahnung haben, was es ist? Also E-Fuels ist ein Teil von synthetischen Kraftstoffen. Synthetischer Kraftstoff ist ein Kraftstoff, der jetzt nicht über einen normalen Erdöl-Destillierung hergestellt wird, sondern über andere Wege. Man kann sich vorstellen, durch chemische Veränderung aus anderen Produkten. Und die E-Fuels sind ein Teil von diesen synthetischen Kraftstoffen, die mittels Zufuhr von Strom aus anderen Stoffen einen Treibstoff wieder erzeugt. Man kann sagen, aus Wasser und CO2. Aus Wasser kann man eben mit der Elektrolyse aufspalten durch Zuführung von Strom in Sauerstoff und Wasserstoff. Somit haben wir mit Wasserstoff schon einen Stoff, der wieder Energie in sich hat. Der kann verbrennen, den kann man explodieren lassen. Somit kann man mit dem schon was machen. Und man versucht dann eben aus vorhandenen CO2 die zusammenzuführen und wieder eine Kohlenwasserstoffverbindung zu generieren, was im Endeffekt einen Treibstoff dann wieder darstellt. Und das ist eigentlich so das Ziel, was man verfolgt, eben mit diesen E-Fuels, Kraftstoffe zu erzeugen, die als Ersatz von unseren bisherigen Kraftstoffen fungieren oder dienen sollen. Entschuldigung, wieso heißt eigentlich E-Fuels? Weil man Strom dazu benötigt. Also E ist so ist elektrisch. Elektrisch, genau, richtig. Ja. Man benötigt da eben Strom dazu und da gilt es eben diese Hürde jetzt zu nehmen. Zum einen, wo kommt der Strom her? Wenn ich den Strom natürlich jetzt aus Kohlekraftwerke erzeugen muss oder nehmen muss, dann ist es natürlich der Hintergedanke von einem geschlossenen Kreislauf nicht durchdacht, sondern wir müssen eben um solche E-Fuels auch wirklich ökologisch und CO2-neutral herstellen zu können, auch mit einem Strom, mit einem grünen Strom herstellen. Und das ist jetzt eben so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Wir wissen alle, wir sind ziemlich am Limit vom Strombedarf. Wir haben nicht so die Möglichkeiten, so ohne weiteres einfach mehr Strom erzeugen zu können. Und da gilt es jetzt, einen Weg zu finden, wie bekomme ich genügend Stromenergie oder generell Strom her, um diese Prozesse in großer Menge starten lassen zu können. Also um große Raffinerien umzustellen auf so E-Fuels, die dann das erzeugen, braucht man natürlich gewaltige Energiemengen. Und da gilt es jetzt eben Lösungen zu finden, woher kriege ich den Strom, um diese E-Fuels oder synthetischen Kraftstoffe CO2-neutral erzeugen zu können. Okay, Entschuldigung, da müssen wir gleich, für manche klingt es vielleicht noch kryptisch, man muss aber sagen, diese Herstellung, diese Erzeugung, diese E-Fuels ist jetzt nicht die große Hexenmeisterei. Wir werden noch bald schon damit konfrontiert werden. Ich glaube, die MotoGP, weißt du das auswendig, in zwei Jahren, drei Jahren, möchten sie ja schon mit E-Fuels
unterwegs sein. Das heißt, das funktioniert. Das kann man einfüllen in einen normalen Tank, bei einem normalen Motorrad, und dann kommen da keine Gänseblümchen aus dem Auspuff raus, sondern es funktioniert ganz normal und ich habe die gleiche Power. Richtig, ja. Also die synthetischen Kraftstoffe fungieren oder arbeiten auf demselben Prinzip wie ein normaler Treibstoff. Man wird sie wahrscheinlich auch so bauen, dass man es mit dem normalen Verbrennungsmotor, der mit einem herkömmlichen Treibstoff, wie wir es bisher kennen, auch mit dem synthetischen funktioniert. Weil die haben natürlich vielleicht ein paar andere Eigenschaften dann, aber das kriegt man sicher hin, dass man die 1:1 einfach einfüllen kann und mit unseren Motoren, so wie wir es heute kennen, auch damit fahren kann. Nur, dass die halt dann auf CO2-neutralen Basis fungieren sollen. Das heißt, man versucht, das, was man an CO2 erzeugt bei der Verbrennung, bei der Herstellung des Treibstoffes wieder zurücknimmt, ja, aus der Atmosphäre. Und das ist eben so ein CO2-neutrales System, was man versucht umzusetzen mit so synthetischen Kraftstoffen. Und der riesen Pluspunkt ist, wie du es vorher schon erwähnt hast, dass man eben dann diese Treibstoffe auch 1:1 mit unseren bekannten Verbrennungsmotoren weiterverwenden kann. Wichtig wird es vor allem bei diesen Punkten oder in diesen Bereichen, wo man mit reinen Strom- oder Elektromotoren keine Möglichkeit hat, diese Fahrzeuge antreiben zu können. Du sprichst von unseren Verbündeten. Wir sind nicht alleine, liebe Leute. Motorradfahrer sind ja gerne oft oder leider oft so die einsamen Krieger. Und wir Motorradfahrer müssen alleine jetzt uns darum kümmern, dass diese E-Fuels vorankommen. Nein, wir haben unfassbar starke, finanzkräftige, große Verbündete, die das gleiche Problem haben wie wir. Und man muss ganz ehrlich sagen, wir werden wahrscheinlich im Windschatten dieser Zielgruppen zu unserem E-Fuel kommen, weil für uns wahrscheinlich, für die Rennstreckenfahrer, wird das nicht gemacht werden. Martin, berichte, wer sind unsere Verbündeten? Wer braucht so wie wir diesen Stoff? Also beim Motorrad ist es relativ einfach, noch auf Elektro umzurüsten. Das heißt, wir wären gar nicht so im Hauptfokus von den ganzen E-Fuels und synthetischen Kraftstoffen liegen. Wo es viel mehr eine größere Rolle spielt, ist im Bereich der Luftfahrt oder der Schifffahrt. Das sind Fahrzeuge oder Antriebstechnologien, die da verwendet werden, die einen enormen Energiebedarf brauchen. Ja, also gerade beim Flugzeug kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Das Ding hat 200-300 Tonnen, die größeren Airliner. Und um die dementsprechend in Vortrieb und auf 800 km/h zu beschleunigen, bedarf es einer gewaltigen Energie. Die kann ich niemals über einen Elektromotor oder über Akkus und Batterien zur Verfügung stellen. Das würde nicht gehen. Das würde so riesige Batterien bedürfen, dass das eigentlich nicht funktioniert. Und diese Sparten, die müssen eigentlich auf diese Art von Treibstoffen setzen, weil das die einzige Möglichkeit ist, diese Art von Fortbewegung aufrechterhalten zu können. Deswegen sind natürlich da gewaltige Vorgänge da schon im Hintergrund im Laufen, um eben auf solche synthetischen Kraftstoffe oder E-Fuels in Zukunft umswitchen zu können, damit man die ganzen Sachen weiter betreiben kann. Beim Motorrad ist es unter Anführungszeichen ein relativ einfaches, auf ein Elektromotorrad umzubauen. Allerdings in so Spezialbereiche, wie wir es angesprochen haben, extrem weites Touring oder Spitzenleistung auf der Rennstrecke über mehrere Runden. Das sind auch so Bereiche, wo man auch in Zukunft mit Akkutechnologie wahrscheinlich, auch wenn die besser wird, immer am Limit ist und das nicht wirklich abdecken kann. Deswegen hoffe ich auch sehr stark, dass dieser Fortschritt, der da erzielt wird aufgrund diesen anderen Bereichen von Antriebstechniken, auch für uns das abwirft, dass wir in Zukunft mit solchen E-Fuels oder synthetischen Kraftstoffen auch unsere Fahrzeuge, wie wir es bisher haben, weiter betreiben können. Das heißt, ich sehe jetzt noch nicht das komplette Aus von den Verbrennungsmotoren, sondern denke, dass es eine Koexistenz geben wird. Es wird für Motorräder, wenn wir in unserem Sektor bleiben, für den Normalgebrauch wahrscheinlich sehr viel in die Elektrifizierung gehen, weil man das mit Akkus etc. ganz gut umsetzen kann. Für spezielle Bereiche wie Rennsport oder extrem weites Tourenfahren wird es wahrscheinlich an diesen Treibstoffen keinen Weg vorbeiführen. Und wir würden im Endeffekt von den ganzen anderen Zweigen, für die E-Fuels in Zukunft überlebenswichtig sein werden, können wir profitieren, weil dann können wir natürlich auch auf sowas zugreifen.
und unsere Verbrennungsmotore mehr oder weniger am Leben erhalten. Also ich glaube, dass es nicht nur in die eine oder in die andere Richtung gehen wird, sondern es wird wahrscheinlich in Zukunft eine gewisse Koexistenz passieren, sofern man halt in der Entwicklung da jetzt schon langsam vorankommt. Wichtig ist, dass eine gewisse Motivation aufgebaut wird für die Hersteller, wie jetzt Raffinerien etc., mehr auf das Pferd zu setzen, E-Fuels oder synthetische Kraftstoffe, um hier voranzukommen. Weil das ist auch in Wahrheit nur ein Entwicklungsprozess. Jetzt ist es noch viel zu teuer, deswegen kann man es jetzt noch nicht einsetzen. Die Technologie wäre vorhanden, allerdings nicht in dem Rahmen, dass man sagt, wir können die ganze Bevölkerung damit bedienen. Jetzt ist es so, dass man es eher so Pilotprozesse hat, die halt einmal da wenige Mengen abwerfen und dort wenige Mengen abwerfen. Jetzt gilt es, das in einen großen Maßstab umzusetzen und auch die Energie zu finden, den Strom zu finden, auf grüner Basis das Ganze betreiben zu können. Je nachdem, wo es hier schneller vorwärts geht, das wird in den nächsten paar Jahren wahrscheinlich gerade am Motorrad, ob es jetzt mehr Elektro- oder synthetische Kraftstoffe sind, von dem wird es abhängen, in welche Richtung es am ehesten gehen wird. Okay. Liebe Leute, ich weiß nicht, wer von euch das ähnlich sieht, gerne unten drunter Diskussion und Kommentare zum Thema E-Fuels. Wer von euch sieht da auch den Hoffnungsschimmer für unsere geliebten Motorräder? Gibt möglicherweise auch einige, die Autos edle Stücke in der Garage haben, die ja dann auch langfristig noch bewegt werden möchten. Postet da gerne unten drunter eure Gedanken oder ist das verlorene Hoffnung? Könnt ihr auch gerne posten, wenn ihr dieser Meinung seid. Nichtsdestotrotz, wir haben die Hoffnung. Deswegen auch das 1000 Best Race Lab ist ja eine langfristige Investition. Der wunderbare Stand hier, der muss sich abzahlen, Martin. Das heißt, wir müssen hier noch 50 Jahre Sendungen machen und in Zukunft dann halt mit E-Fuels. Also unsere Hoffnung ist da. Tschüss und Baba, bis zur nächsten Folge aus dem 1000 Best Race Lab.